Das sind die Handknochen von einem 6-jährigen Kind. Die Anthropologin Sabine Landis muss jeden Knochen vom Grenchner Gräberfeld einem einzelnen Individuum zuordnen. Ein makabres Zusammensetzspiel mit Knochen von über 60 Erwachsenen und Kindern. Kinder sind einerseits sind schöne Knochen, sie sind schön fein. Sie sind wissenschaftlich sehr ergiebig, sage ich jetzt mal. Noch gerade wenn man es jetzt wie hier fast vollständig hat, kann man schauen, wie weit sind die Milchzähne, wie weit sind die Erwachsenenzähne ausgebildet und so das Alter ziemlich genau eingrenzen. Trotzdem, mit Kind zu arbeiten, das ist auch belastend. Der Gedanke ist da, warum ist das Kind gestorben, warum hat es nicht erwachsen werden? Was ist mit der Familie passiert? Seit das Skelett ausgelegt, sucht der Rechtsmediziner Christian Lanz nach Spuren von Krankheiten, um so mehr über den Gesundheitszustand der Grenchner Bevölkerung vor 1400 Jahren herauszufinden. Ja, wir haben wenig krankhafte Veränderungen, die man an den Knochen sehen kann. Wir haben wenig verheilte Brüche, die würde man nämlich gut erkennen können. Wir haben degenerative Veränderungen, wie jetzt hier das Zusammenwachsen vom zweitungersten und vom untersten Halswirbel. Das kommt auch heute noch vor. Da gibt es verschiedene Ursachen. Insgesamt ist das aber eine Bevölkerung, in der wir wenig Krankheiten jetzt noch feststellen können. Die dritte im Bund ist die Archäologin Miriam Wohlschläger. Sie analysiert Grabbeigaben, die zum Teil außergewöhnlich reichhaltig sind. Wir haben hier ein Schwert gefunden. Und das Schwert, das hat es in einem Lederetuien gesteckt. Da haben wir die kleinen die Nieten, die an dem Lederetui das zusammengehängt, die auf der Seite angemacht waren. Was natürlich ganz speziell ist, ist dann da die Gürtelschnauze. Weil das Schwert ist am Gurt angemacht gewesen. Die sind aus Eisen. Und da hat nachher der Schmied hat da ganz, ganz feine Silberfäden dann da eingekämmert. Die Auswertungen vom Grenchner Gräberfeld sind noch lange nicht abgeschlossen. Wie viele Zollendurner Spezialisten aber immer wieder herausfinden können, das zeigt ein anderer archäologischer Fund. Vor 6 Jahren stossen Bauarbeiter zu Feldbrunnen bei Solothurn auf mittelalterliche Skelette ohne Köpfe. Die finden sie ein paar Meter nebendran. Die Spuren an den Halswirbel zeigen, die Köpfe sind mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt worden. Gefunden wurde, ist das Feldbrunnen also der alte Richtplatz, der Arbeitsort des Solothurner Henker. Im alten Zeughaus Solothurn sind die Knochendetektive dann auf zwei sogenannte Richtschwerter gestossen. Hat der Henker von Feldbrunnen die Verurteilten wirklich mit einem von diesen Schwertern geköpft? Als Rechtsmediziner arbeitet Christian Lanz bei aktuellen Verbrechen mit dem Kriminaltechniker Heinz Eggimann von der Kapo Solothurn zusammen. Für Schweiz aktuell zeigen die beiden, wie sie am Geheimnis von Feldbrunnen auf die Spur gekommen sind. Indem sie nämlich die sogenannten Schartenspuren auf dem Halswirbel mit den Strukturen verglichen haben, die sie auf den zwei Schwertern gefunden haben. Mit dieser Technik vom Deutschen Bundeskriminalamt ist es noch gelungen, bei einem der Richtschwerter eine Stelle zu identifizieren, wo die Scharten der Schwertklinge mit den Spuren auf dem Halswirbel exakt übereinstimmen. Wir haben hier individuelle Merkmale, die zur Abbildung kommen. Einerseits hier haben wir eine Übereinstimmung, wir haben hier Übereinstimmung, hier Übereinstimmung, hier unten haben wir, auch hier oben haben wir. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Schwert, das diese Wechselspur verursacht hat. Jetzt haben wir nicht nur den Töteten mit der Spur, wir haben auch das Werkzeug können identifizieren. Das heisst, wir wissen jetzt, welches Richtschwert hat diese Person umgebracht. Was noch fehlt, ist der Täter, der Scharfrichter, der ist noch nicht bekannt. Vielleicht finden die Historiker dort etwas in den Akten. Im Fall des Grenchner Gräbenfeld steht Knochendetektiv erst am Anfang. Sie sind jetzt schon gespannt, was sie alles herausfinden werden bei dieser Arbeit, die für alle drei mehr Leidenschaft als Pflicht ist. Ich finde es sehr spannend, etwas über die Menschen von früher herauszufinden, denen ihre Geschichte zu erzählen, etwas über sie zu erzählen. Einfach ein bisschen wissen, wer hat da früher gelebt, wer sind unsere Vorfahren sozusagen, die Bewohner vorher gewesen. Die haben alle dazu beigetragen, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass man denen ihre Geschichte erzählt und über sie redet und sie nicht ganz vergisst. Mir denkt, das geht vielen Leuten immer sehr nach, wenn sie ein Skelett sehen. Weil eben, das sind wir. Voilà. Die ersten wissenschaftlichen Resultate zum Gräberfeld von Grenchen werden die Knochenspezialisten im Verlauf dieses Jahres präsentieren.